hallo liebe Teens, schön euch zu sehen. Es ist Ostern und wir werden in unserer Geschichte vom Markus-Evangelium fortfahren. Wir sind schon bei Kapitel 3 angelangt und das ist super passend zur Osterbotschaft, denn bei Ostern geht es ja um Jesus Christus und den schauen wir uns ja gerade aktuell an. Und Markus Kapitel 3 ist deshalb so interessant, weil dort uns schon berichtet wird, dass Jesus zu einer bekannten Persönlichkeit in der Öffentlichkeit geworden ist. Und wie das so ist, mit gestiegenem Bekanntheitsgrad gibt es gewisse Begleiterscheinungen. Und das ist so wie Justin Bieber, entweder mag man ihn oder man hasst ihn. Aber er ist halt bekannt. Und so ist das auch Jesus ergangen. Das habt ihr ja in Markus Kapitel 3 nachlesen können. Also es gibt ganz viel Anerkennung, ganz viel Ehre, die ihm zuteil wird, aber auch ganz viel Kritik. Und bis dahingehend, dass Menschen überlegen, ihn zu töten. Und wie das so ist, wenn man eine wichtige Person ist, die sich kaum noch retten kann vor den Menschenmassen, braucht man Bodyguards und Jesus, das lesen wir, rief Jünger an seine Seite und die halfen ihm dann, ihn auch mal zu schützen. Der wesentliche Punkt, wie uns Jesus aber in Markus Kapitel 3 beschrieben wird, ist Jesus, der Arzt und Heiler. Und darum soll es auch heute gehen. Menschen wollten, dass Jesus für sie betet. Sie wollten ihn berühren, weil von ihm eine Kraft ausging. Genau, und diese Kraft, das ist unser heutiges Thema. Die erste Heilung, die uns beschrieben wird, die lesen wir gleich in den ersten Versen. Das ist ein Moment gewesen, wo ein Mann in der Synagoge ist. Das ist das Gotteshaus der Juden. Und Jesus sieht diesen Mann, und der eine kaputte Hand hatte. Und er ruft diesen Mann zu sich und betet für ihn. Und ich weiß nicht, vielleicht... Das war so eine Idee, vielleicht kannst du dich da so hineinversetzen. Vielleicht hattest du mal so eine Armverletzung oder eine Handverletzung, hast deine Hand gestaucht oder so. Musstest die vielleicht auch, ihr kennt das doch, so in so eine Schlaufe hängen, dass du die nicht benutzen darfst. Und genau, da ist man schon unglaublich eingeschränkt. Und für diesen Mann war das ein unglaubliches Erlebnis, dass Jesus für ihn betete und ihn heilte. Nun, woher hat Jesus die Kraft, um Kranke zu heilen? Und da hilft uns das Lukas-Evangelium weiter. In Lukas Kapitel 4 wird uns nämlich auch davon berichtet, dass Jesus in der Synagoge war und dort nahm er die Schriftrolle von Jesaja und er las aus Kapitel 61 vor und das wollen wir mal gemeinsam machen. Jesaja 61 ab Vers 1. Da steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, und den Gefesselten, ihr seid los, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Die Kraft, von der Jesus hier spricht, zeigt sich darin, dass der Geist Gottes auf ihm ruhte. Jesus war mit dem Geist Gottes erfüllt. In dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, lesen wir davon, dass Jesus getauft wurde. Und nach dieser Taufe kam der Geist Gottes in Form einer Taube auf ihn. Das Johannes-Evangelium betont, dass der Geist Gottes nicht nur auf ihn kam, sondern auf ihm blieb. Und das war nur deshalb möglich, weil Jesus ohne Sünde war. Nun haben wir schon verstanden, dass du durch deinen Glauben an Jesus Christus genau denselben Stand wie Jesus hast. Also du bist gerecht, das heißt, du bist perfekt und angenehm vor Gott. Das heißt, so wie Jesus in diesem Stand der Sündlosigkeit. Und das heißt, dass dein Leben auch mit dem Geist Gottes erfüllt sein kann. Und wenn der Geist Gottes auf dir ruht, in deinem Leben wirksam ist, dann kannst du genauso wie Jesus Kranke heilen. Und das ist sozusagen auch der Gedanke aus Markus Kapitel 3. Also wir erleben Jesus, der Kranke heilt,
Aber was hat das mit dir und mir zu tun? In Markus Kapitel 3 lesen wir folgende Verse. Das sind Verse 13 bis 15. Da heißt es, dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er wählte 12 von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigten und in seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Hier finden wir drei Schlüssel für die Nachfolge Jesu. Drei Schlüssel für die Nachfolge Jesu. Und der erste Schlüssel ist, es ist der Ruf in die Nachfolge. Jesus ruft in die Nachfolge. Und das tut er übrigens heute noch. Und er ruft auch dich in seine Nachfolge. Der zweite Punkt ist das Ziel der Nachfolge. Jesus hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen, die ihm nachfolgen, zu befähigen, in derselben Kraft zu wirken, in der er wirkte. Ja, das ist das Ziel der Nachfolge. Der dritte Punkt ist der Weg der Nachfolge. Jesus lebte mit seinen Auserwählten beständig zusammen. Ja? Wie lernten die Jünger Jesu, wie man für Kranke betet? Wie lernten sie, wie man in der Kraft Gottes wirkt? Ganz einfach, sie waren die ganze Zeit mit Jesus zusammen und konnten ihn beobachten. Ja? Sie lernten also durch Observation. Und vielleicht wünschst du dir das auch und du sehnst dich danach und sagst so, ja, ich will Gott wirklich erleben, ich will spüren, wie Gottes Kraft durch mich wirkt. Und da gibt es ein cooles Sprichwort, Habits are caught, not taught. Also Gewohnheiten entwickeln sich nicht dadurch, dass du sie in der Theorie lernst, sondern in Gemeinschaft mit anderen. Ja? Das heißt, wenn du dich mit Menschen umgibst, die es gewohnt sind, für andere Menschen zu beten, dann wird es dir viel, viel leichter fallen, auch für andere zu beten. Ja? Und das ist so ein Schlüssel, den ich heute mit dir teilen möchte. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, es gibt einen Diebstahl, der erlaubt ist, und das ist, mit den Augen zu stehlen. Ja, er hat das immer bezogen auf Handwerker. Also wenn du Handwerker beobachtest, wie sie handwerklichen Tätigkeiten nachgehen, dann kannst du was lernen. Und dazu möchte ich dich total ermutigen, lerne durch Observation und dadurch, dass du bereit bist, Dinge einfach mal auszuprobieren. Ja, auch diese Woche gibt es wieder eine Challenge, ein Experiment. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Woche für eine Person betest. Vielleicht ist es ein Freund, vielleicht ist es jemand aus deiner Familie, der Gottes Kraft gerade braucht. Und Jesus hat dich dazu bestimmt, größere Wunder zu wirken als er selbst. Das ist das Ziel seiner Nachfolge. Und deshalb hab doch den Mut, es einfach auszuprobieren, für jemanden zu beten. Und genau, nicht vergessen, Markus Kapitel 4, eines meiner Lieblingskapitel, das dürft ihr für die nächste Woche lesen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao!